Indrani Asana, auch genannt Indranyasana, ist eine Übung, die in klassischen Hatha-Yoga-Schriften erwähnt wird, aber nicht genauer beschrieben wird. Indrani Asana gehört sogar zu den 84 Hauptposen, die im Hatha Ratnavali vermutlich aus dem 17. oder 18. Jahrhundert beschrieben wird oder eigentlich nur erwähnt wird. Leider ist die Hatha Ratnavali nicht angefüllt mit genauen Beschreibungen, obgleich in diesem Text viele Asanas genauer erwähnt werden. Gut, aus den Darstellungen von der Göttin Indrani, die Frau von Indra, kann man aus der Technik etwas schließen und Judith zeigt sie. Beuge das linke Knie und gib die Ferse zum Perineum. Das rechte gestreckte Bein beuge etwas und gib das Knie locker etwas nach außen. Das ist so die Stellung, in der Indrani dargestellt wird. Und da Indrani als Göttin auch gerne Segen gibt, kannst du die rechte Hand heben in Segen. Und so kannst auch du Menschen Heilenergie und Segen schicken.